Und nun legen wir los. PowerPoint nutzt standardmäßig mittlerweile dieses 16 zu 9 Breitformat, aber in vielen Schulen sind immer noch Beamer mit dem alten Bildformat 4 zu 3 installiert. Über Entwurf, Foliengröße kannst du das korrigieren. Übrigens kannst du natürlich auch jede beliebige Foliengröße hier einstellen. Zum Beispiel auch, wenn du mal etwas ausdrucken möchtest, kannst du hier A4 wählen. Ich wähle also Standard 4 zu 3 und nun beginnen wir mit dem Inhalt. Hier musst du immer wieder mal die Folie einblenden lassen. Der Titel ist also Claude Monet und der Untertitel Leben und Werk. Dann beim Start können wir eine neue Folie einfügen und da empfehle ich dir, den unteren Bereich mit diesem Dreiecklein auszuwählen. Hier hast du nämlich gerade die Auswahl an verschiedenen Layouts und da wählen wir nun zwei Inhalte. Dieses Layout kannst du übrigens jederzeit nachträglich noch ändern. Wenn du die Miniatur ausgewählt hast, kannst du hier das Layout noch wechseln. Der Titel hier ist also Leben und jetzt geht es mit dieser Aufzählung los. Bewusst habe ich diese beiden Sonderzeichen noch weggelassen. Dieses Sternlein findest du unter Umschalt 3. Das steht für die Geburt und bei diesem Kreuz, da ist es ein bisschen Glückssache, auf gewissen Tastaturen kann man dieses Zeichen auswählen. Bei mir ist es nicht ohne weiteres möglich, leider. Über Einfügen hast du Zugriff auf diese Symbole und da musst du je nachdem ein bisschen suchen. In der Schriftart Windings habe ich hier dieses Kreuz gefunden. Ich nehme jetzt mal dieses hier, vielleicht findest du noch ein passenderes. Bevor du weiterarbeitest, solltest du jetzt unbedingt die Datei speichern. Wie immer machst du das über dieses Diskettensymbol, beziehungsweise siehst auch gleich den Kurzbefehl STRG S oder allenfalls auch über Datei speichern. Und hier, falls nicht gerade dein standardmäßiger Speicherort vorhanden ist, gehst du auf Durchsuchen und hier wähle ich jetzt den Desktop. Als Dateiname wird mir Claude Monet vorgeschlagen, das ist sicher in Ordnung und der Dateityp PowerPoint-Präsentation ist natürlich auch richtig. Hier hast du, wie du siehst, sehr viele weitere Optionen, die im Moment aber keine Rolle spielen. Also PowerPoint-Präsentation und Speichern und jetzt ist die Präsentation in Sicherheit.